Servus, Freunde des schlechten Geschmacks und der seichten Unterhaltung und willkommen zurück zu Assassin's Creed Origins, wo gerade ein Angriff stattfindet, den wir tunlichst unterbinden müssten. Und tot. Juhu. Schön, will das Loot haben. Ey, warum schießt du auf mich? Was ist los? Alter, geht's dir nicht gut? Was ist denn? Hallo, ich habe hier gerade geholfen. Oh, die wollte aber wissen, ne? Na gut, dann hol ich ab. Du schwimmst hier nicht weg. Na, wenn das nicht so cool. Aua, aua. Autsch. Halt, halt, halt. So wartet. Alter, ernsthaft? Hau ab. Ich geb dir gleich, stirb du Sau. Töte den jetzt, ist mir egal. Sie nächsten schon oder was? Autsch. Mist. Au. Will ich auch gar nicht. Was ist, wenn du die Schnauze hältst? Penner. Oh. Nee, nicht aufsitzen. Haben die kein Loot? Nö. Halt, da war was. Da war irgendwo was. Ich will das haben. Ich muss es haben. Ich bin süchtig nach Loot. Dann gerade irgendwo plündern. Plündern? Nee, gab's doch gerade was zum Plündern. Verrat. Das ist Verrat. Wir müssen eigentlich auch mal auf den Grund hier tauchen. Einfach nur so aus Prinzip. Der irgendwas dabei. Nö, hier leuchtet auch nichts. Na gut, dann weiter in diese Richtung. Und dann wollen wir mal gucken, was hier gibt. Schon da dann rum. Ach, so eine alte Kackvase. Darf ich mal? Auch schön, dass da Ausleihen steht. Ja, hoch da. Verlorene Krypta. Gerade einer abgestürzt. Gibt's hier Gezuppel? Also, ich meine so Gegnergezuppel, nicht so Tiergezuppel, Zuppel, sondern... Oh, einen Haufen Krokofanten. Das ist sehr gut. Die würde ich gerne auseinandernehmen. Aus Prinzip. Und hier hätten wir... ich komme hier gar nicht rum. Irgendwo... Hier so. Und da ist was. Da ist auch was.
Und da ist auch noch was. Ich glaube, das war's, ne? Hä? Hier, ich habe gerade drei Schätze markiert. Hier gibt es jetzt aber nur zwei, die ich plündern muss. Wie kann das denn sein? Oder gehört der dazu was anderem? Wo gibt es da oben Holz? Wo, wer hat hier Holz? Material, das schwimmt hier so rum. Das brauche ich, das sind 10 Zedern Holz, Alter. Ich muss hier ganz schnell, ich muss das Holz leider einsammeln. Das ist überlebenswichtig, Alter. Zedernholz, ich brauche unbedingt Zedernholz. Treibgut, Alter, ist voll geil. Halt da rum. Hier, da treibt es. Nee, wo treibt es denn? Irgendwo hier unten treibt es sich rum. Hab ich. So, und wieder hoch. Oh, oh, nicht gut. Kroko. Muss hoch da. Hoch da, Mann, bevor dich der Krokodil frisst. Was ist denn los mit dem Jungen? Liebt anscheinend nicht gerne. Genau, schön den Tüppel versauen hier. Ich brauche Brandpfeile oder sowas. Ich glaube, der wollte mich gerade angreifen. Kollege, so geht das nicht. Ich komme da gleich zu dir ins Wasser. So, irgendwo hier vorne war was. Unten. Das ist voll. Boah, hier gibt's. Also diese Unterwasserwelt hier, die gefallen mir sehr gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Ein bisschen mehr Luft wäre natürlich auch nicht so schlecht, aber wir haben tatsächlich ausreichend Luft. Bis jetzt zumindest. Was ist das denn hier? Der Geschmack. Ein Ort des Todes. Das untersuche ich. Welches Level? Ja, hier. Welches Level ist das? Stufe 17. Ja, nee, das untersuchen wir ganz sicherlich nicht, mein Junge. Ich habe das Gefühl, ich sollte hier noch nicht sein. Wo ist denn der Aussichtspunkt? Da oben. Stufe 17 ist vielleicht noch ein bisschen arg viel. Nicht unmöglich, aber vielleicht ein bisschen übertrieben. Ich sag's nur. Ein Ort des Todes, sagt er. Hier wurde offensichtlich irgendjemand abgestochen. Und noch zwei Schätze gibt es hier. Kommt er? Ja, oh, er kommt sogar hier aus dem Wasser raus. Das ist ja schön. Rein theoretisch könnten wir es untersuchen. Ich weiß, wir sollen dem alten Mann sein scheiß Buch bringen. Aber wir können auch erstmal... Der wurde. Oh, guck mal, hier ist ein Bein. Sachmet, die Göttin der Jäger. Hier sind einige Kratzer. Über dem Bauch der Statue. Was hat das zu bedeuten? Warum. Ach, die Statue interessiert dich, das scheiß Bein aber nicht, oder was? Überreste von Fleisch und Blut. Hier war eine Leiche. Doch die Krokodile haben sie verschlungen. Alter, ich wollte sagen, das Wasser färbt sich hier gerade blutrot, Alter. Aber das ist, glaube ich, so ein bisschen Schatten und Sonne, ne? Der Deckel eines Sarkophages. Hier war ein Symbol. Aber zu beschädigt, um es zu erkennen. Ich könnte die Quest ja mal aktivieren. Ah, gut.
Könnte die Quest ja mal aktivieren. Bayek findet den verstörenden Tatort eines Mordes und beschließt, nach weiteren Hinweisen Ausschau zu halten. Das werden wir sowas von überhaupt nicht überleben. Also müssen wir hier zwangsläufig natürlich später wiederkommen. Untersuche Ritualstätten. Untersuche Ritual. Ah, das ist auch eine Langzeitquest hier. Davon gibt es hier offensichtlich ein paar mehr. So, hätten wir das hier noch. Reste einer Nachricht. Es fehlt einfach zu viel. Gebet an Selket. Ich spreche zur Göttin und die Göttin spricht durch mich. Sie sitzt auf meiner Zunge und mein Stich ist ihr Stich. Ihr Gesicht ist der Skorpion und die Schlange und die Spinne und ich trage ihr Zeichen. Ich nehme ihren Namen an, denn meiner war öde und verrostet. Ich erweise ihr Ehre in der Hoffnung, dass sie mir die Mysterien zeigt. Ich spreche für die Göttin und du sprichst für mich. War das eine grausame Zeremonie? Hier ist viel Blut, wie nach einem Gemetzel. Aber es wurden schon viele der Spuren verwischt. Beunruhigend. Hätte ich mehr Informationen, könnte ich das besser verstehen. Da ihn ein Krokodil gefressen hat, werde ich nach anderen ungewöhnlichen Dingen Ausschau halten. Okay. Finde mehr über den mysteriösen Mörder heraus. Dafür musste ich dann aber wieder eine Ritualstätte finden. Ist das hier irgendwie markiert? Nicht wirklich. Hier ist das Wasser ein bisschen verfärbt, ja, aber mir auch nicht. Also das sind so Sachen, die finden wir aus Versehen wohl. Das heißt, wir müssten da noch mehr aus Versehen finden. Alter, wie viel gibt es denn hier noch? Da ist noch ein Schiff. Das wir uns holen müssen. Gut, viel ist jetzt nicht mehr, aber es ist noch einiges. Ich frage mich, wie wir diese Ritualstätten... Gut, hier ist es halt... Es ist schon ein bisschen blutrot gefärbt hier, ne? Ich weiß nicht, ob wir hier unten noch was finden, aber wahrscheinlich eher nicht. Zu flach. Hier können wir ein bisschen tauchen. Aber hier ist ansonsten auch nichts mehr, ne? Nö. Na gut. Dann gucken wir mal weiter da oben. Verlorene Krypta. Schön und gut. Schön, dass ihn der Fuß überhaupt nicht interessiert. Aber sowas... Wahrscheinlich müssen wir auch mehr so Krypten finden. Ich denke mal, da wird unser Spiel schon... dezent in die Richtung schieben, wo wir hin müssen, indem da einfach in der Nähe oder halt so wie hier jetzt halt ein Aussichtspunkt markiert ist, ne? Ich denke mal, da findet sich was. Jetzt müssen wir hier nur irgendwie noch einen Eingang finden, um zum Beispiel an diesen Schatz daran zu kommen. Da sind auch wieder Krokofanten. Da ist einer, da ist einer, da ist einer. Das ist immer gut, wenn wir die alle wegmachen. Gibt immer schönes Material. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich hier auftreten will. Moin. Oh, die Waffe ist gut. Hallo? Was greifst du denn da? Was? Hallo, das Haus hat dir wohl nichts getan. Warte. Einer ist da noch. Können wir Krokodilleichen vergiften hier, ey? Kranker Scheiß. Komm hier. Ist der Chef hier? Nicht mehr lange. Und Feierabend. Oh, guck mal hier.
Der wurde auch vernascht, würde ich sagen. Und hat hier einiges an Schätzen. Notizen. Notizen der Expedition. Tag 1. Wir haben endlich unser Lager aufgeschlagen. Wir haben genug Proviant und Materialien für ein paar Tage. Morgen fangen wir damit an, die Ruinen zu durchsuchen. Es sollte hier sicher noch einen unentdeckten Teil dieses alten Tempels geben. Vorhin hörte ich etwas in den Binsen rascheln. Pine Jam sagt, da ist nichts. Ich hoffe, er hat recht. Tag 2, nichts geschrieben. So weit kommen sie dir nicht. Hier ist noch was. Achso, das ist das. Ich dachte, das war gerade irgendwo anders. So, dann haben wir hier noch ein bisschen mehr. Da noch was. Ja, eine schwere Klingenwaffe. Oh, ich muss niesen. Moment. Ja, leck mich fett. Moment, ich war noch was. Hier. Alles mitnehmen. Tak, 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 tak. Hört ihr da nur? Ach, hier, guck mal, hier liegt noch einer. Mensch, hey. Sieht ja ein bisschen ekelig aus, ne? Hey, die sind echt nicht weit gekommen hier, ne? Da ist das Boot. Kaputt in der Weise. Und die wurden quasi direkt von den Krokodilen. Ja. Haben sich hier kurz hingelegt und dann war auch schon der Ofen aus. Und da hinten wäre noch ein Schätzelein. Eventuell müssen wir doch hier irgendwie rein. Ja, so. War voll schlau. Oh, hey. Ein Raubtierbogen. Sehr schön. Damit haben wir die Krypta beendet. Alte Schriftrollen. Ein goldener Bolzen. Und ein goldener Goldzen. Ist das jetzt? Das war's hier, ne? Jo. Okay, dann mal schnell auf die Ausrüstung geluschert. Hier ein Raubtierbogen, ein 9. Und ein geschwungener Bogen ist auch ein leichter Bogen. Der hat auch wieder Schnellfeuer, aber das ist nicht so meins. Und ein stummer Bogen. Der ist much more. Also müssten wir jetzt rein theoretisch steigen von Schleichen her. Auf 100, auf B meine ich. 192, sehr gut. Und dann hatten wir hier noch ein paar neue Waffen. Ich muss ganz ehrlich sagen, diese Klingenwaffe gefällt mir ganz gut. Hier hätten wir noch eine Kriegsaxt, die ist aber glaube ich nicht so gut. Ne, die ist ein bisschen schlechter und ein leichter Speer. Stufe 11, 26,92, 27,93. Rein theoretisch müsste der hier etwas besser sein. Von Speerigkeit her. Wir können das ja mal schnell ausprobieren. Dann habe ich auf B 74, 73. Ja, genau. Also ich glaube jetzt so langsam, man kann zum Beispiel den Speer nicht mit so einem Ding hier vergleichen. Man muss, glaube ich, gucken, welche Waffe einem am besten liegt. Und ich würde gerne so ein bisschen auf Distanz und in den Nahkampf und halt mit Pfeil und Bogen. Ist klar. Und das ist, glaube ich, so. Und dann da in den jeweiligen Kategorien. So, jetzt muss ich aber überlegen. 22 von 13 und hier 22 von 12. Das heißt, wir können nur einen machen. Entweder die Pfeilmenge oder den Nahkampfschaden. Wobei ich gerne den Nahkampfschaden erhöhen würde auf 115,79. Und das machen wir auch. Zack. Und jetzt hätten wir hier. Brauchen wir wieder Holz. Hier brauchen wir alles Holz. Hier brauchen wir auch Holz. Ganz viel Holz. Holz, Holz, Holz. Überall Holz. So, Inventarski haben wir noch was. Was ist das hier? Ach, das Totenbuch. Ach, halt. Warte. Ich muss die Quest eben wieder aufrüsten. Ausrüsten. Das Totenbuch. Und dann müssen wir mal gucken, wo wir jetzt gehen hin. Das haben wir erledigt. Rein theoretisch müssten wir jetzt eben schnell hier mal hinzuppeln. Rein theoretisch können wir auch erst hier hin. Und dann darüber. Wir müssen den See hier wohl oder übel noch abgrasen, weil hier gibt es so ein bisschen was. Und wir können erstmal das hier in der Stadt, dann die Quest aufsammeln und dann hier über den See hier den Schlenker nach da oben machen, um dann letztendlich weiter nach Alexandria zu kommen.
Ich sag mal Alexandria, das ist glaube ich auch so Walking Dead, ne? Alexandria. Ich muss mir das mal angewöhnen. Ich spreche gerne Namen in Englisch. In englischer Sprache aus. Alexandria. Wo habe ich mich jetzt markiert? Da. Brauche ich erstmal mal Schiffelein. Dass ich in gestohlener Weise gestohlen habe. Oder wir holen uns einfach. Guck mal da drüben, Alter. Voll das Heerlager. Da brauchen wir aber noch nicht hin. Da werden wir wahrscheinlich. Gibt es direkt zack tot. Und dann ist der Ofen auch schon wieder aus. Rein theoretisch könnten wir uns die Krokofanten hier noch holen. Hallo. Wir brauchen Pfeile. Tot. Ja, komm halt her. Wenn du dich traust. Leute! Ja. Von wegen mittelschnell, Alter. Mittelschnell am Arsch. Jetzt gehen wir, wie schnell das Ding war. Hey, ihr Klappspaten. Kommt mal her hier. Nicht schwimmen. Nein. Ich bin hier. Komm her. Sei ein feines Krokodil. Jesus, ja. Guck mal, an Land, da bist du nicht ganz so schnell. Aua. Guck gleich der nächste. Und aus. Geht gut. Machen aber trotzdem guten Schaden. Irgendwie machen die jedes Mal Schaden, sobald ich die treffe. Das ist ein bisschen komisch. Aber ist okay. Ist okay. Gibt's hier was? Gibt's hier Loot? Muss ich mal gucken. Ich frage für einen Freund. Aber sieht nicht so aus. Gut. Da würde ich sagen, zuppeln wir da mal rüber und sammeln noch ein paar Quests ein und dann sehen wir uns auch direkt schon in der nächsten Folge wieder. Von daher sage ich mal vielen Dank fürs Zuschauen und fürs dabei sein. Bis zum bitteren Ende. Nee, bis zum guten Ende. Bis jetzt das Spiel, bis zum guten Ende tatsächlich. Und bis zur nächsten Folge von Assassin's Creed Origins. Ich bin der Mechaniker. Da leuchtet was. Warte. Darum. Was ist das denn? Toter Vogel. Okay. Gut. Ja, ich bin der Mechaniker. Ich sammle tote Vögel vom Wasser. Das ist jetzt mein neuer Job. Ich bin Vogelsammler hier. Und ich bin raus, denn das ist ja ein Rollenspiel. Ich kann ja entscheiden, was ich bin. Also, bis morgen. Tschüss.